Nanu, ein Mord im Geldmuseum? Hier wurde glücklicherweise niemand ermordet. Eine Verbindung zu einer Bluttat gibt es aber trotzdem. Ein Objekt in der Ausstellung erinnert an eines der berühmtesten politischen Attentate der Weltgeschichte. Die Brutusmünze. An den sogenannten Iden des März, dem 15. März des Jahres 44 vor Christus, erdolchte in Rom eine Gruppe republikanischer Verschwörer den selbstherrlich regierenden Gaius Julius Caesar. Einer der Verschwörer, Marcus Junius Brutus, ließ nach dem Attentat Münzen verbreiten. Darauf eine Freiheitskappe zwischen zwei Dolchen. Die hier im Museum ausgestellte goldene Variante der Münze, ein sogenannter Aureus, ist eines der ganz wenigen zweifelsfrei echten erhaltenen Exemplare dieser Art. Neben ihr finden sich im Geldmuseum noch zahlreiche weitere historische Münzen und viele spannende Geschichten dazu. Also, schaut doch mal vorbei! Mehr Informationen gibt es unter geldmuseum.de.